Es kann weitergehen mit Let's Play Assassin's Creed 2. Ich bin es euer MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier die Verbündeten von unserem neuen Freund, dem werten San Pietro de Castello, hier ist auch wieder ein Punkt, den wir brauchen. So, haben wir die Verbündeten von unserem neuen besten Freund Bartolomeo hier gerettet. Dies bedeutet, dass wir nun hoffentlich eine Chance haben, mit hier Silvio mitzuhalten. Dazu haben wir dann beim letzten Mal seine Leute positioniert, dass wir einen gezielten Angriff starten können. Bevor wir das aber erstmal machen, schauen wir uns erstmal dreimal diese Sequenz an. Ich mag die immer, aber nicht, wenn ich sie zweimal anklicke. Die soll man auch nur einmal triggern können. So. So, auf blöd, vielleicht finde ich das Symbol beim Durchlaufen, ansonsten. Ja, sehr gut. Haben wir gleich das Subjekt 16 wieder? Etwas war da oben. Irgendetwas, das schon lange dort lag. Apollo. Dadin. Finde den Adler. Okay. Apollo 13. Und was hat das mit den Templern zu tun? Ha, mit diesem schrecklichen Waffenplanen die Feinde der Freiheit ihr Territorium zu konsolidieren, auszubeuten, zu kontrollieren und schließlich zu zerstören. Okay. Warte mal, wir sind schon innen, sind wir schon falsch, oder? Solche Rätsel hasse ich auch abgrundtief. Solche Schieberätsel. Ich bin mir nur gerade unsicher, aber so müsste das innen passen. Weil der Innerste ist erstmal der Wichtigste, weil da können wir uns dran orientieren. Dann das muss so sein. Das passt. Ah, das passt nicht mehr. Okay. Ach Leute, Schieberätsel. Sowas ist immer das Schönste. Ich glaube, das werden wir uns auch irgendwann für später aufheben. Wir können das aber nicht alles für später eigentlich aufheben. Okay, aber... Warte, das kann jetzt in der Mitte kann ich wieder randrücken und jetzt noch das ganz außen. Ach, den dreht man auch mit. Toll. Wieso muss man solche scheiß Rätsel immer einbauen, Mann? Das macht doch kein Mensch. Fahr zur Hölle, Mann. Fahr zur Hölle, Mann. Das machen wir. Wir werden uns einen separaten Part mit diesem ganzen Kack umfassen. Aber nicht jetzt. Ich hasse diese. Ich hasse solche Rätsel, Mann. Bringt mich komplett aus der Fassung. Jetzt lass mich hier runter von dem blöden Gebäude. So. Weg da. Runter, Ezio. Nicht lang rumwackeln. Runter. Ich will nach Monteregioni. Ich will mein Geld haben. Denn Claudia kriegt keinen Cent. Aber wir werden jetzt was anderes machen. Und zwar was Optionales auch wieder. Aber doch was ganz Cooles. Und wie gesagt, das werden wir in Monteregioni machen. Dort gibt es nämlich Statuen, ich glaube 8 waren es, die man sammeln kann. Wird ja auch immer schon angezeigt, in der, wenn man hier mit Claudia spricht. Und die kann man auch alle in Monteregioni sammeln. Schauen wir mal, wie wir die finden werden. Ich glaube, die waren alle innerhalb der Stadt drin. Das heißt, also, man muss da jetzt nicht so lang suchen. Und mit der Adlersicht, denke ich, sollten wir die finden. Ne? Ist aber eine Weile her, dass ich die gesucht habe und gefunden habe. Weiß zum Beispiel, eine weiß ich zum Beispiel, weil das war die habe ich ewig lang gesucht. Die ist zum Beispiel, hier muss irgendwo ein Garten, ja genau da, sowas müsste da sein. Hahaha, ich sag's doch. So, Neptun-Statue haben wir gefunden. Das war die einzige, an die ich mich so erinnert habe. Weil in diesen Garten habe ich so ewig lang gesucht.
So. Gut. Aber erstmal gehen wir nach oben. Wenn wir nebenbei natürlich ein paar Statuen finden, habe ich auch kein Problem. Ich glaube. Warte mal. Ja, sehr gut. Haben wir Pluto-Statue. Dann geht's jetzt erstmal rein in die Villa. Klar, ja, hast du dir einen Florin da rausgenommen? Wenn ja, gibt's Ärger. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? So, 76-80% bräuchte man auch übrigens. Das wäre gut. Hier, nur Siegel, Gemälde, Porträts, bla bla bla. 5 Codex-Seiten fehlen uns noch, jo. Bis bald, Ezio. Ich denke, wir könnten uns jetzt sogar schon in dem Moment die komplette Rüstung kaufen, damit wir auch das hinter uns hätten. So. Als nächstes haben wir da hinten eine Rüstung, eine Statue. Und jetzt ist auch mein Gedächtnis im Endeffekt leider schon wieder zu Ende. Müssen wir leider hier ein bisschen spotten. Da ist eine Kiste, das ist sehr schön. Die sind mir aber ehrlich gesagt ziemlich wurscht. Das können wir hier einfach später schauen mit dem guten Adlerauge. Keine so schöne Aufgabe, aber... Wir haben ja schon alles hinbekommen, oder? Wir haben schon Schlimmeres hinbekommen. Ist wahrscheinlich irgendwo oben so ganz madig versteckt, dass man den nicht findet. Ja? Okay, da am Eck haben wir eine. Das ist gut. Dann... Ja, wo geht's weiter? Da haben wir nix, da haben wir nix. Ja, wie gesagt, das Doofe an den Dingern ist halt, dass man auch wirklich so gut wie keinen Indikator hat. Was ich immer so geil finde, es gibt ja für alles immer Karten, außer halt für das, was schwer zu finden ist. Also ich meine, Kisten brauche ich nicht für eine Trophäe. Oder dafür, dass irgendwas Cooles passiert, weil in den Kisten ist ja auch wirklich nichts Spannendes drin. Und dafür... Oh, warte mal. Da. Sehr gut. Dafür, kriege ich. Dafür gibt es Karten, aber für die Federn und für das Schöne hier gibt es natürlich keine Karte. Das ist super. So, das war schon mal schön, dass wir das gefunden haben. Da ist der Garten, okay. Der Minigarten. Auch wenn es eigentlich nur ein vertrockneter Baum ist, aber das ist bei mir auch ein großer Garten. Das Meer ist mein Garten, weil ich habe keinen Garten. So. Ja, dann beginnt jetzt das planlose Rumsuchen. Bisschen mit dem Adlerauge hier einfach rumspotten, aber man kann das schon finden. Hoffe ich jetzt einfach mal. So. Tja. Jetzt... Wird's doch nicht so einfach. Was ist da oben? Ja. Taub. Sag ja, Schätze werden angezeigt. Die brauche ich aber nicht. Die könnt ihr gerne behalten. So, mal ein bisschen okay. Unten schauen. Aber das stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten. Wird da was? Nö. Ah! Da, oh, und da hinten ist gleich die nächste. Geil. Das hat jetzt so geleuchtet. Da dachte ich, da ist jetzt was. Dabei war das nur ja, das Licht, was da rausgestrahlt ist. So. Jetzt haben wir die Minerva. Was haben wir jetzt eigentlich? Jetzt haben wir die so schnell gefunden. Das habe ich gar nicht mitgezählt. 7, glaube ich, haben wir. Okay. Also hier haben wir jetzt 2 Statuen gefunden. Das heißt, ich denke, wir werden hier fertig sein. Da haben wir welche gefunden und da oben. Ich denke jetzt... Da oben, also hier in dem Bereich müssten eigentlich noch welche sein, weil wird auch irgendwie Sinn ergeben. Weil das ist ja eine Location, in der wir uns noch nicht so richtig umgeschaut haben. Oder da oben. Weil da oben waren wir gerade. Wir gehen jetzt erstmal wieder da hoch, einfach mal in die Richtung. Weil rechts oben waren wir gerade und da habe ich irgendwie nichts gefunden. Jetzt gehen wir nochmal da lang. Warte mal. Das wird aber nur ein Fenster sein da hinten. Voll gehen wir dem Licht, Ezio. Voll gehen wir dem Licht. Ja, das war nur ein Licht. Doofe Lichter.
So, aber hier oben. Ja, wir dürfen auch nicht immer nur auf Häusern rumhüpfen. Weil es kann ja auch mal was auf der Straße herumflacken. Weißt du was? So. Beklage ich schon unsere eigenen Leute hier, gell? Voll kriminell hier. Oh. Oh, oh. Meine Börse. Nein, Hilfe. Das war nicht. Waren das alle? Jo, das waren alle. Jetzt würde ich mal sagen, geben wir die Statue hier ab. So, interagieren bitte. Geht nicht. Okay, geht nicht. Florin. Haben wir die Statue von Neptun und Pluto. Hier ruhen zwei Brüder. Einer ruht in der Tiefe, der andere am Ende der Zeit. So, dann haben wir hier den nächsten. Das müssten Zeus und Athene sein. Also, was ist denn das? Mars und ich, na, Venus war Aphrodite. Ah, ich weiß es nicht. Jupiter und Minerva, genau. Fast. Fast. Mars war der Kriegsgott, Verzeihung, das war Ares. So, dann können wir die hier noch abgeben. Haben wir das relativ locker gefunden, aber mit dem Adlerauge geht es auch. Das ist Artemis, oder? Ja, Göttin. Diana, das ist Artemis. Und Apollo, einer schläft, der andere wacht, ohne sie hier zu berühren. Behüten uns doch beide gemeinsam. Gut. Und dann schließe ich noch die letzten Statuen. Nummer 2000. So, Mars und Venus. Der Gott des Zorns und der Stärke genießt die Standesschönheit seiner Geliebten. Sie zähmt seine Zorn mit ihren sanften Berührungen. Naja, bis sie sich gegenseitig, sie ihn betrogen hat. Dann war das nicht mehr ganz so heimelig. So, dort unten geht es ja zu unserer Kammer. Da wollen wir natürlich jetzt erstmal nicht hin. Da ist die Kodexwand. Noch eine Kodexseite, das heißt, uns fehlen noch 4 Stück. 1, 2, 3, 4 Kodexseiten. Und dann sind wir soweit damit auch fertig. Drin in der Börse ist jetzt erstmal nichts mehr. Aber das ist auch nicht so schlimm. Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Nee, ich habe Monteriggioni abgegradet. Ist die beste Stadt überhaupt. Ich muss nur mal schauen, kurz wo der Brunnen ist. Buon viaggio. Weil ich weiß nicht. Ich glaube, in den Brunnen kann man nämlich herabsteigen und da ist irgendwas. Auch wenn ich mir da gerade nicht sicher bin. Aber der muss hier sein, oder? So, ich glaube aber, da gibt es noch Kisten oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so ganz. Aber wir machen das kurz. Auch eine nette Sache, dass man hier durch das Freischalten ein bisschen zusätzliches Geld verdienen kann, indem man hier was findet. Wie gesagt, die Altair-Rüstung, die holen wir uns jetzt auch noch, weil es fehlt uns ja im Endeffekt nur noch ein Schlüssel. Boah. Wo hüpft der jetzt hin? Da kann er sich doch nicht festhalten, oder? Kann er. Da bin ich jetzt positiv überrascht, mein Freund. Und wo jetzt? Die Kamera zoomt da so hin, das könnte ich... Oh. Haha. Was ist denn mit dir los, Ezio? Du kannst auf einmal doch hüpfen. Ich dachte, du wärst immer so ein bisschen beinfaul. So. Okay, dann da hoch. Dahin. Und dahin. So, das Geheimnis des Brunnen haben wir es auch entdeckt. Zwei unnötige Kisten, die wir nicht gebraucht hätten. Aber mal... Ist immer nett. Schaut mal bei euch rein, was im Brunnen unten liegt. Vielleicht liegen da auch ein paar Schatzkisten. Wer weiß. So, und schon wieder 11.000, Mann. So schnell geht es dann mit dem Geld. Wir kommen wieder raus. Hoch. Bitte, bitte, bitte. Ich möchte raus. Denn wir haben hier noch einige Aufgaben zu tun. So. Haben wir jetzt nicht so viel Sinnvolles gemacht, aber mei, muss auch manchmal sein. Manchmal muss man sich auch um sein schönes Monteriggioni kümmern.
So, lala, jetzt müssen wir noch mal das Geld holen. Claudia, kein einzigen müde Florin kriegst du. Das ist mein Geld. Ich kaufe es für wichtige Sachen. Ezio, was hast du das letzte gekauft? Prostituierte zur Ablenkung? Wie zur Ablenkung? Das... ich meine, um die Feinde abzulenken. Ja, ja, ja. Das sagen sie immer. Okay. Wir könnten uns auch einfach mal... Zum Schmied könnten wir jetzt die ganze Ausrüstung zusammen kaufen, aber das machen wir. Das machen wir auch in einem separaten Part. Ach, na, es geht in einem separaten Part. Warte mal. Wir kaufen uns das jetzt zusammen. Komm, das ist wurscht. Also einmal alles reparieren und dann müssen wir uns das mal alles zusammen kaufen. So, ich habe jetzt nur Angst, dass ich meine richtigen Rüstungsstücke nicht mehr finde. So. Können wir uns das auch gar nicht mal komplett leisten, gell? Kann knapp werden. Die letzte Waffe geht nicht mehr. Ha, ich habe noch 3000. Was hat denn die eine Waffe? Eine Waffe war hier brutal teuer. Die hat 30.000 oder so gekauft. Was hatte ich der Altair? Warte mal, was habe ich da gekauft? Altair Schwert. Podesta de Monteriggioni. Also, Monteriggioni ist auf 80%. Vorbereitung bringt den, keine Ahnung. Jetzt gehen wir ins Inventar. Rüstung. Oh. Wir haben uns hier, glaube ich... Ach, rüstet das automatisch die besten Sachen an. Das ist natürlich nett. Alter, hier Schwert. Ja, nice. Okay, neue Waffen in der Villa Auditore freigeschaltet. Die Villa Auditore ist nun auf mindestens 80%. Deswegen haben wir die Trophy bekommen. Und dann würde ich sagen, sind wir gut. Jetzt haben wir echt noch 3-2. Haben wir richtig viel ausgegeben hier. Dann geht's wieder zurück nach Venedig. Und wir müssen zum Castella. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Ein bisschen waren wir jetzt hier mit einigen Aufgaben beschäftigt. Aber dafür, wie gesagt, haben wir jetzt Altair Schwert bekommen. Und das alleine ist doch schon mal etwas. Irgendwann holen wir uns auch noch mal seine Rüstung. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal von Let's Play Assassin's Creed. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.